Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Majora's Mask. Seht ihr unser cooles Sword? Unser cooles Sword ist so cool. Ja, im letzten Part haben wir uns bei dem coolen Schmied mal das geile Schwert hier machen gelassen. Das Elfenschwert. Moment, wie heißt es? Moment, ich hab den Namen vergessen. Elfenschwert, ich hab's doch nicht vergessen. Ja, voll cool. Aber das Problem ist, das gute Schwert, das so richtig geil aussieht, wird nach 100 Schlägen wieder normales Schwert. Das ist ein bisschen lame. Aber egal, ich wollte es euch ja eigentlich nur mal zeigen. Und wenn wir schon mal dabei sind, ich zeige euch mal ein paar Masken noch. Hier zum Beispiel die Don Geros Maske. Moment, die rüste ich mal ganz kurz aus, damit ihr die auch mal seht. Tata! Ist sie nicht hübsch? Das ist ein Traum. Oh mein Gott. Ja, die bringt uns halt noch nicht so viel jetzt im Moment, aber dazu später mehr. Ja, Leute. Wir wollen auf jeden Fall in dem Part in Richtung Pic Hibernia gehen. Und wollen ja in Richtung Tempel, weil das ist der zweite Dungeon. So, das rüsten wir mal aus. So, ist alles cool. Wir müssen Egorone sein. So, der vierte Gorone. Was steht denn hier drauf? Zum Pic Hibernia. Vorsicht, Rutschgefahr und riesige Schneekugeln. Oh mein Gott. Moment, so. Okay, Leute, auf geht's. Na, wir laufen einfach. Komm, lauf hoch. Hier. Yeah. Bra, bra, bra. Lauf hoch, lauf hoch. Lauf ein bisschen schneller hoch. Komm schon. Weil hier müssen wir eh gleich durchstonnen als Gorone, glaube ich. Ja, genau. Leute, passt auf, das ist voll cool. Wow, oh, das war knapp. Wow, das war zu knapp. Okay, das war nix. Okay, nochmal. Nochmal ein cool. Das packen wir schon irgendwie. Das ist nämlich saugeil hier. Und... Und erstmal langsam machen hier. Weil ich habe echt ein bisschen Respekt. Da hinten ist ein Herzteil, Leute. Seht ihr das Herzteil? Haha. Moment, wie kann man an das Herzteil ran? Waren hier irgendwo... Moment, mal ganz kurz das Auge der Wahrheit ausrüsten. Kann man da irgendwie hin? Ja, von da hinten irgendwie. Okay, Leute. Ey, Alter. Was ist hier los? Das ist nicht cool, was ihr hier macht. Lass mich mal vorbei. Ihr müsst da hoch. Moment, nicht so schnell. Nicht so schnell. Wir müssen etwas beruhigter das Ganze angehen. So, da geht's lang. Zum Herzteil, glaube ich. Ja. Gucken wir mal, ob wir das noch schnell abgreifen können. Da wäre nämlich voll cool, Mann. Wow. Und wow. Und wow. Wie komme ich jetzt da rüber? Moment, wie kann man da nochmal rüber? Wie kann man da nochmal rüber? Moment. Gab's da irgendeinen coolen Trick, den ich gerade nicht mehr weiß? Ach, die Fee fliegt hin. Das ist das Vogelscheuchen-Gedöns? Ja, hier brauchen wir die Vogelscheuche für, glaube ich. Das habe ich vergessen zu machen, Leute. Ja, genau. Ich glaube, hier brauchen wir die Vogelscheuche für. Das habe ich vergessen, Leute. Da müssen wir später nochmal hin. Aber das ist ja kein Problem. Ist ja alles relativ nah am Anfang hier des Berges. Das schreibe ich mal einfach mal auf und das machen wir später dann. Das vergesse ich schon nicht. Und wenn ich es vergesse, dann schreibt es mir dann einfach nochmal in die Kommentare. Yay! Das war fast cool. Das war das Link. Du hast es fast geschafft. So, Leute. Jetzt aber mal bitte hier, ne? Das wäre voll nice. Und let's it. Wow, das war cool. Das war cool. Was tue ich hier? Das ist sau cool, was ich gerade mache. Ich hab's voll drauf gerade. Wow. Okay. Oh, und vergehen den Baum. Hey, das war cool. Was steht hier? Zum Pic Hibernia Tempel. Sollten Sie Informationen über den Aufenthaltsort der Tempelwache haben, setzen Sie sich bitte mit dem Dorfältesten der Goronen in Verbindung. Nö. Der Dorfälteste, der ist gerade ein bisschen im Eis. Ja. Ich bin aber hier auch wichtig. So, Leute, Pic Hibernia. Und, oioioi, hier ist aber ein ganz schön raues, kaltes Lüftchen auf jeden Fall. Aber kein Problem, Leute. Alles kein Problem. Als allererstes wollen wir mal die Statue wieder activaten, please. Okay, das geht nur als Link. Komm, schnell activaten. Oh yeah. Katsching. Sehr nice. Okay. Wir haben den letzten Tag. Packe ich das noch am letzten Tag? Ich habe keine Ahnung, ob ich das noch packe. Ne? Das ist die Frage, ob ich das noch packe. Aber es müsste eigentlich machbar sein. Ich gehe einfach mal aufs Ganze und hoffe einfach mal, es funktioniert. Oder soll ich zurückspulen? Soll ich zurückspulen? Ich kann ja daher wieder.
Wir spulen zurück, Leute. Ich will es nicht riskieren, jetzt damit zwischendrin im Tempel einfach mal die Zeit vorbei ist. Das wäre ein bisschen arg lame. Okay. Nein, Moment. Ich will die Dingens spielen. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ich will Ash zurück. Bei... Oh, ist mein Schwert auch weg? Das weiß ich jetzt nicht, ne? Das ist egal. Scheiß drauf, Leute. Das ist egal. Einfach mal gucken, weil die Zeit ist mir ein bisschen wichtiger, wie dass ich jetzt hier cool bin. Ich muss doch etwas Zeit haben. Das wäre doch mega nice. So. Häusper die Reus. So, Leute. Komm, mach hinne. Ich will schnell zurück zum Peak Hibernia. Dämmerung des ersten Days. Es verbleiben so viel Zeit, du kannst dich voll ausruhen. Okay, habe ich das Schwert noch? Bliese. Nö. Okay, so wie zu meinem Schwert. Naja, egal. Ihr habt es wenigstens mal gesehen. Da hinten ist Kaffei. Hallo, Kaffei. Scheiß mal auf das Schwert. Ganz ehrlich. Es ist so cool eh nicht. Es sieht zwar cool aus, aber es taugt nicht viel. Wie nach 100 Schlägen ist es eher am Arsch, von daher. Ist doch egal, Mann. Wir holen uns einfach irgendwann das richtig geile Schwert. So. Was tue ich? Was zur Hölle habe ich gerade getan? Leute. Oh Gott, ich habe gerade gar nicht nachgedacht, was ich gerade tue. Sorry. Wir fliegen einfach nochmal in der Zeit zurück, weil es so cool war. Das habe ich irgendwie gerade voll verpeilt. Ich habe gerade irgendwie nicht nachgedacht. Ich habe einfach nur gedrückt. Nichts passiert. Das war alles so geplant. So, man möge mich Dämmerung des ersten Tages. Du hast noch viel mehr Zeit als davor. Du bist so cool. Ja. Alles klar, aber jetzt hier. Ich wollte eigentlich den hier machen. Moment. Hier, Zeit verlangsamen. Das wollte ich eigentlich machen. La la. Ich brauch doch ganz viel Zeit, Mann. Moment, wir könnten uns die Vogelscheuche holen und uns das Herzteil holen. Ah, das wäre eine Idee. Moment, ja, trotzdem verlangsamen können wir es trotzdem mal. Moment, aber das wäre eine coole Idee. Wir gucken mal, ob wir uns die Vogelscheuche holen können, weil dann könnten wir uns auch gleich das Herzteil holen. Wo gab's denn die? Die gab's, glaube ich, bei diesem Händlertypi da drüben. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber wir gucken einfach mal und das wird schon cool. Ich hab's doch drauf oder so. Das ist der Bombenshop, da wollen wir nicht rein und da soll's, ich glaube da, ne? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube aber da war's, ne? Ja, so da sollte ne, genau, Hallöchen, du solltest eigentlich, Yo, Baby, ich bin die wandelnde Vogelscheuche auf Musik, bam, yeah, die Zeit wird wie im Flug vergehen, wenn wir tanzen, wenn du willst, tanzen wir, nein, oh Mann, scheiße, Mann, ach übrigens, ey, ich kenne ein geheimnisvolles Lied, mit dem du dir, ja, das weiß ich doch, nein. Oh Mann, du bist voll scheiße. Aber spielst mir wenigstens ein Lied vor, das du selbst komponiert hast, Baby? Ja, das werde ich tun. Oh, Baby, eine geile Instrument. Ja, zeig mal das Lied, das du geschrieben hast. Okay, mein Lied ist folgendermaßen. Passt auf. Ey, das war doch cool. Oh nein, das ist scheiße, Mann. Okay, dann halt nicht. Okay, dann machen wir halt einen Moment. Oh Mann, nochmal. Geil, Mann. Ja, ist okay. Dann machen wir halt Moment. Machen wir hier den hier. Der ist doch geil. Ja, das groovt ihn voll weg. Yo, Mann, das gefährt mir ins Gebein, wo ich gar keine Beine hab, Baby. Und übrigens, ich kenne ein geheimnisvolles Lied, mit dem du den Fluss der Zeit voll geil machen kannst. Möchtest du etwas darüber erfahren? Nein. Oh, Mann, wie scheiße. Spiel das Lied, das du für mich geschrieben hast, wenn du willst, dass wir uns wiedersehen. Bis dann, Bitch. Wie einfach abtaucht. Das ist so gut. Leute, das war schon mal ganz geil. Jetzt sollten wir eigentlich, wenn mich das nicht ganz trügt, die Vogelscheuche rufen können schon. Moment. Moment, wie geht das Lied nochmal? Oh Mann, ich habe so ein Problem mit meinen Liedern. Ich vergesse die immer alle so tierisch, ne? Runter links hoch. So. Wo waren, Moment. Runde. Hier. Du. Ach Leute, wir haben schon fast den ganzen Part verschwendet und noch nichts gepackt. Das ist voll gut, was ich hier treibe. Man rollt ja hoch zum Peak Hibernia. Ja.
Ich glaube, in dem Part, naja, mal gucken, vielleicht kommen wir noch in den Tempel. Ich glaub's aber ja eher nicht. Mal gucken, was die Zeit so sagt. Auf jeden Fall jetzt erstmal das Herzteil holen. Das Herzteil ist nämlich vollkommen wichtig, Leute. Wir müssen Herzteile finden. So, dann mal ganz schnell back. Ich glaube, wir brauchen den Goron nochmal ganz kurz. Aber wir müssen, glaube ich, schon mal über eine Sprungschanze drüber raisen, ganz kurz. So, dann mal ganz schnell zurück. Und dann müssen wir jetzt über eine Schanze, glaube ich, drüber. Nein, das war kacke. Das war ein bisschen lame. Aber ja, hier muss ich nochmal drüber schnell. Komm. Anlauf. Und... Bams! Wow, das war cool. Das war geil. Okay, Moment. Und dann noch den hier. So, und dann ganz schnell darüber. Moment, mir fällt gerade noch was auf. Wir haben doch gar keinen Enterhaken. Ach Leute, wir haben gar keinen Enterhaken. Ich verpeile aber gerade alles irgendwie, ne? Das ist voll geil. Aber ich zeige es euch trotzdem mal. Einfach nur, weil ich es kann. Moment. So. Ich finde, das sieht so genial, ne? Ja, da ist die gute Vogelscheuche. Problem ist, wir haben keinen Enterhaken. Wie können wir denn sonst darüber? Gibt es irgendeinen Trick, darüber zu kommen? Kann ich irgendwie darüber, bitte? Hallo? Yo, yeah, da sieht man sich wieder, Mann. Spiel immer geil, Mann. Ja, ich habe keinen Enterhaken, verdammt. Gibt's irgendeinen anderen Trick, da rüber zu kommen? Moment, habe ich irgendwas Geiles am Schlüssel, die Missel, die? Nee, ich habe gar nichts. So, dann ganz schnell wieder zum Peak. Ich glaube, so geht's schneller. Ich gehe mal davon aus, dass es so schneller geht, wie wir jetzt zurücklaufen. Also schnell zum Peaky Bernia. Ja, das war ein bisschen fail, Leute. Jetzt habe ich diese scheiß Vogelscheuche geholt, aber habe vergessen, dass ich gar keinen Enterhaken habe. Mann, das ist doch voll kacke, was ich hier gerade mache. Bestimmt gibt es wieder die eine oder andere Person. Ich denke an keinen bestimmten jetzt, der jetzt wieder vor seinem PC sitzt und lacht. Haha, du bist so doof, denkt er sich jetzt wieder. Naja, ist egal. So. Ja, wollen wir mal ganz kurz hier uns verwandeln. Und da muss ich ganz kurz nochmal die Lieder abchecken. Ihr wisst ja, ich und meine Lieder, ich vergesse alles. Wir brauchen nämlich A, rechts, links. A, rechts, links, rechts, A. A, rechts, links, A, rechts, links. Okay. A, rechts, links, okay. A, Moment. A, rechts, links, A, rechts, links, rechts, A. So. Dum, bum, 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 bum. Und jetzt passt mal auf, Leute. Ist voll cool, Mann. Weil da oben sitzt ein Gorone. Der hätte man auch mit dem Auge der Wahrheit, glaube ich, gesehen. Ich habe das gar nicht gezeigt. Na, egal. Das ist ein riesiger Gorone. Und er wird jetzt müde. Weil der Gute hat hier den Eishauch gemacht. Warum auch immer der gute Gorone hier alles mit Eishauch vollhaucht, das muss man nicht verstehen. Vielleicht schützt er auch einfach bloß den Tempel. Aber auf jeden Fall kracht der Gute jetzt mal in den Tiefschlaf und macht einen Abgang. Tschüss. Ja. Voll gut. Schön. Wir haben noch 2 Minuten. Packe ich das noch? Na, mal gucken. Wenn ich so mache, dann schon mal nicht. Okay, ich glaube, wir müssen es langsam angehen. Wir machen es einfach so, dass ich im nächsten Part in den Tempel gehe. Wir könnten aber schon mal hochlaufen, komm. Was soll der Terz? So. Die Dinger gehen ja kaputt da dran. Wir laufen einfach ganz gemütlich hoch. Was soll dann hier der Scheiß? So, Berms. Die schaue ich weg, kein Problem. Und Berms. Jawolla, sehr geil. So, und ab hier kann man auch rollen. Ab hier kann ich auch raisen. Razor, Razor. Hellraiser. Wow. Ja, ja, ist alles cool. Alles ist cool. Wir müssen da hoch. Wow, 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 wow. Wow, wow. Okay, okay, okay. Scheiße. Ich wollte doch langsam machen. Mensch, voll lame. Was ist denn hier? Ach, hier ist, glaube ich, die Feenquelle, ne? Hier ist, glaube ich, die Fee, ne? Ja. Hier ist die Feenquelle, Leute. Da müssen wir später natürlich auch noch hin, weil da kriegen wir voll die geile Magie. Gut, komme ich jetzt noch in den Tempel in dem Part? Das wäre voll nice. Voll nice. So, versuchen wir das Ganze nochmal. So, erstmal hier langsam. Ich weiß gar nicht, ob man hier rollen muss. Man kann aber ja ganz gediegen auch einfach... runterspringen. Oh Mann, was tue ich?
Was mach ich denn? Da ist eine Sackgasse. Wo laufe ich denn rum? Leute, das wird schon noch. Wir machen das einfach jetzt cool. Passt auf, wir machen das jetzt so, dass der da hochspringt. Kannst du springen? Ja, kann springen. Voll geil. Ich würde sagen, wir bleiben hier stehen. Und im nächsten Part versuchen wir da hochzukommen und in den Tempel reinzukommen. Leute, das wird. Macht euch keine Gedanken, das wird vollkommen cool und so. Also Leute, bis zum nächsten Mal, wenn wir den Tempel betreten. Ciao, Sir.